Ist meine volle Erwerbsminderungsrente in Gefahr, wenn ich neben dem Minijob noch eine Pflegetätigkeit ausübe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In den letzten Tagen haben wir wieder ganz, ganz viele Anfragen auf rentenbescheid24.de bekommen, unter anderem eine Anfrage zum Thema: Ist meine volle Erwerbsminderungsrente in Gefahr? Ich mache einen Minijob und pflege noch meinen Ehegatten im Rahmen der ehrenamtlichen Pflege. Mein Ehegatte hat den Pflegegrad 2 und ich mache sozusagen jede Woche ungefähr noch 10 Stunden pflegerische Tätigkeit, meistens im Rahmen der Betreuung. Muss ich jetzt befürchten, dass die gesetzliche Rentenversicherung mir meine Erwerbsminderungsrente aberkennt und ich nur noch eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme? Im Grundsatz nein. Und warum ist das so? Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Die Pflegetätigkeit im Rahmen des § 3 SGB 6 ist grundsätzlich keine Erwerbstätigkeit. Die rentenversicherungspflichtige Tätigkeit im Rahmen der Pflege eines nahen Angehörigen nach § 3 SGB 6 setzt voraus, dass ich wenigstens 10 Stunden in der Woche bei Pflegegrad 2 einen nahen Angehörigen pflege. Aber dort steht auch, bitte nachlesen, dass es sich hierbei um eine nicht erwerbstätige Pflege handeln muss. Und das heißt also im Umkehrschluss, dass diese Art der Pflegetätigkeit, die Sie hier im Rahmen des § 3 SGB 6 ausüben, keine Erwerbstätigkeit ist und diese deshalb nicht im Rahmen der Bewertung der Erwerbsfähigkeit im Rahmen einer Erwerbsminderung heranzuziehen ist. Das heißt also, wenn ich eine Pflegetätigkeit ausübe und parallel dazu noch 14,9 Stunden in der Woche im Rahmen eines Minijobs arbeite, kann ich aus dem Grund oder aus den Gründen, dass ich eine Pflegetätigkeit ausübe, nicht meine volle Erwerbsminderungsrente verlieren. Das ist gesetzlich an sich so nicht vorgesehen. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Das ist eine Einzelfallmeinung von rentenbescheid24.de, die sich aus dem Gesetz, aus dem SGB 6 heraus sehr gut begründen lässt. Wie das dann die Rentenversicherung sieht, ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Aber im Grundsatz dürfte an sich ein Überprüfungsverfahren im Rahmen der Feststellung der Erwerbsminderung für die Zukunft bezogen, wenn ich eine solche Erwerbstätigkeit als Pflegetätigkeit gegenüber der Rentenversicherung angebe und die natürlich auch weiß, dass ich einen Minijob mache, nicht dazu führen, dass Sie Ihre volle Erwerbsminderungsrente verlieren. Aber sicher, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, kann man sich im Grundsatz niemals sein, denn ich weiß nie, ob und wann die gesetzliche Rentenversicherung oder ein Mitarbeiter der gesetzlichen Rentenversicherung hier sich genötigt fühlt, ein sogenanntes Überprüfungsverfahren durchzuführen und dann Ihnen eventuell die volle Erwerbsminderungsrente abzuerkennen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.